Hallo, hier ist Friederike von Joy of Syntax und English in Color. Im Hintergrund hört ihr wieder meinen Hund hecheln. Der hechelt einfach manchmal. Da gibt es auch ein Video dazu. Heute wollte ich mit euch über Auslautverhärtung sprechen. Auslautverhärtung ist das Folgende. Wenn ihr euch mal zurückerinnert an eure Kindheit, als ihr Schreiben gelernt habt, da wusstet ihr oft nicht, ob Rat mit T oder D geschrieben wird. Und dann gab es den heißen Tipp von der Lehrerin oder der Mutter. Macht den Plural daraus und dann hört ihr das. Also Rad, Räder, Rad, Räte. Also da merkt man, Rad kann zwei verschiedene Worte sein. Entweder R-A-D, Rad, das Fahrrad. Oder, und manche sagen sogar Rad. Oder Rad, der Mensch, der also etwas rät oder der diesen Job hat. Rat, Räte. Der Geheimrat. Ja, und das ist eben die Auslautverhärtung, denn im Deutschen werden also Konsonanten, die eigentlich stimmhaft sind, wie zum Beispiel das D oder das B, dann eben stimmlos ausgesprochen, wenn sie am Ende einer Silbe oder am Ende eines Wortes sind. Und Kinder, die buchstabieren dann ja auch gerne mal hübsch mit P und so. Das ist halt ja immer ganz süß. Ja, und im Englischen, da gibt es halt keine Auslautverhärtung. Da werden, also jedenfalls nicht normalerweise, da gibt es zwei Sachen. Also da gibt es erstens nicht die kategorische Auslautverhärtung. Also stimmhafte Konsonanten sind eigentlich auch am Ende eines Wortes oder einer Silbe stimmhaft. Und dazu kommt noch, manchmal passiert es ja so, dass im Eifer des Gefechts oder weil das nächste Wort mit einem stimmlosen Laut anfängt, ein Laut doch mal etwas entstimmt wird. Das heißt auf Englisch devoicing. Aber auch wenn das passiert, merkt man immer noch, dass das eigentlich ein stimmhafter Konsonant ist, weil nämlich alle stimmhaften Konsonanten, egal ob sie verschluckt werden oder nicht oder verhärtet werden oder nicht, was eben halt auch viel, viel seltener vorkommt, sie eine riesen Auswirkung auf den Vokal haben, der vorangeht. Und zwar machen die den Vokal etwas länger und etwas welliger. Und ich habe wieder eine PowerPoint für euch. Und da wollte ich euch das nochmal anhand von Beispielworten zeigen. Okay, und mein Hund, der wird jetzt gerade immer jecker. Schatz, du darfst jetzt gerade nicht bellen, mein Herz. Ich mache eine Aufnahme. Okay, also Creating Ease and Flow in Speech, das ist wieder mein Ziel. Und heute ist eben das Thema Auslautverhärtung im Deutschen, aber nicht im Englischen. Okay, bevor ich weitermache, will ich euch nochmal darauf aufmerksam machen, dass es im Englischen drei Arten von Vokallauten gibt. Das erste sind Static Vowels, also statische Vokale. Static Vowels und hört mal zu, Red, Pink, Soot. Die sind so ein, halt sozusagen haben so, sind auf einer Schiene, da ist keine Welle drin. Red, Pink, Soot. Und in Pink und Soot hört man das besonders gut. Und dann haben wir dynamische Vokale, Dynamic Vowels. Und das hört man sehr, die haben eine Welle schon an sich drin. Also Green, Gray, Blue, Gold. Und auch, also das kommt dann gleich noch später. Und dann gibt es natürlich die Vokale, so eine Verschmelzung von zwei, also Diphthonge, Verschmelzung von zwei Vokalen. Der Hund lenkt mich so ein bisschen ab, aber ich möchte jetzt das gerade nicht stoppen, weil der jetzt einfach nicht aufhört. Der ist mein süßer alter Rudi. Okay. Also, Red, Pink, Soot, Static Vowels, Dynamic Vowels, Green, Gray, Blue, Gold, zum Beispiel, es gibt noch ein paar mehr. Und dann die Diphthonge I as in White, Au as in Brown und I as in Oyster oder Boy. Und dann gibt es halt diese Vokale, die eben gefolgt werden von stimmlosen Konsonanten. Beispiele sind Sit, Seat, Müt. Und dann gibt es Vokale, die eben von stimmhaften Konsonanten gefolgt werden. Sid, seed, mood. Und es ist so, dass eben auf der einen Seite sowohl dieser Unterschied besteht zwischen dynamischen und statischen Vokalen. Und die klingen natürlich unterschiedlich erstmal so zueinander. Also pink, sid ist anders als seed.
Aber dazu kommt dann noch, dass dann jeweils auch ein statischer Vokal weicher wird, wenn auf ihn ein stimmhafter Konsonant kommt. Und da gebe ich euch einfach jetzt mal ein paar Beispielworte. Da könnt ihr mal mithören und mitüben. Und das geht also so. Die Fledermaus oder der Schläger, das ist Bert. Denkt an das Ersch gestern. Bert. Und schlecht ist bad. Bert. Bert. Und die IPA, die super ist und die ihr unbedingt lernen müsst, und dazu habe ich auch ein Freebie, könnt ihr euch auf meiner Webseite holen. Bert, bad. Das klingt eigentlich anders. Eigentlich müsste man da noch irgendwie was dazu malen, weil es halt ein bisschen länger ist, ne? Bert, bad. Also das ist eigentlich doppelt so lang beinahe. Es wird aber dasselbe Symbol genommen. Das macht es halt ein bisschen schwieriger. Man muss die IPA also nicht nur lernen, sondern man muss auch ein bisschen lernen, damit so umzugehen. Also Bert, bad und dann back und back. Gestern habe ich ja gesagt, oft sagen die Deutschen give it back to me. Also da machen sie die Kinnlade nicht weit genug auf. Aber dazu kommt halt noch, dass man aufpassen muss, ob eben da ein stimmhafter oder ein stimmloser Konsonant folgt. Also back und bag. I put it in my bag. Please give my bag back to me. Und dann die Wette, Bett und das Bed. Bed, Bett, Bed, Bett, Bed. Und Beck, das ist so ein kleines Bächlein, das ist eher so ein Dialektwort oder so auch viel im Schottischen. Beck, aber es gibt es halt und das können die Leute verstehen. Und dann Beg, betteln. Beck, Beg. Ich mache nochmal. Bad, bad, back, bag, bed, bed, back, beg. Und dann das Leben ist life. Und dann gibt es das Adjektiv und Adverb live. Also he is live im Fernsehen. Ne? Also my website goes live. Or will go live. And live animals. Und dann ist nochmal daran zu erinnern, dass ja wenn im Englischen die Pluralbildung ist, dann kommt ja oft einfach nur ein S dran. Es gibt halt diese speziellen Plurale, die ihr alle kennt, foot, feet, man, men. Aber meistens hängen wir einfach nur ein S dran, das ist ja total leicht für uns. Und dann ist es halt so, dass das Plural-S mal stimmhaft und mal stimmlos ist. Und das hängt eben davon ab, ob vorher ein stimmhafter oder stimmloser Laut war. Und das ist dann, also ob es ein Vokal oder ein stimmhafter Konsonant war. Also haben wir cat, cats. Das ist das zwischen der S, stimmlos, cat, cats. Könnt ihr auch merken, wie die Stimmbänder aufhören zu summen. Cat, cats. Aber dog, dogs, dogs. Also a dog, not a dog, but a dog. Also wir haben das lange O wegen des G. Und dann haben wir das stimmhafte Plural S wegen des Gs. Und natürlich ist es so, dass das am Ende das S nicht ganz so summend ist. Und dann kommt es auch ein bisschen auf Sprecher an. Also im britischen Englisch macht man die stimmhaften Laute und besonders so ein stimmhaftes S nicht ganz so stimmhaft wie mitten im Wort. Und im Amerikanischen macht man es ein bisschen weicher. Müsst ihr einfach mal ein bisschen zuhören. Also dog, dogs, 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 dogs. Manchmal hört man auch dogs, aber es ist nicht dogs. Root, roots. Das ist das zwischen S. Root, roots. Aber food, foods. Foods. Und dann kann man es manchmal ein bisschen entstimmen, weil es halt am Ende ist. Aber nicht so stark, wie wir das im Deutschen machen. Und denkt dran, wegen des D ist das U, weich und wellig. Food, food, foods. Und denkt dran, kein Schnütchen machen, da habe ich auch ein YouTube-Video gemacht. Nicht wie Deutsch Mut, sondern Food, Food, Foods. Und Seed, Seeds, wieder zischend. Und Seed, Seeds. Jetzt habe ich noch einen Satz, den habe ich wieder aus diesem kleinen Büchlein. Jetzt habe ich es gerade nicht. Also ich habe ihn ein bisschen abgewendet, aber der war inspiriert durch dieses Buch da. English Pronunciation Illustrated von John Trim. Das ist für britisches Englisch. Und ich habe das nicht mit einer CD oder so, das gab es damals auch noch nicht. Ich weiß nicht, ob da eine Tonbandaufnahme dafür da ist. Wenn man die IPA lesen kann und britisches Englisch machen kann, kann man es direkt so benutzen und sonst ist es auch so cool.
Ja, also den Satz lese ich euch mal vor. Ihr könnt ja mal die IPA mitlesen. A lazy zebra called Desmond is dozing on a patio. He feels flies buzzing round his eyes, ears and nose. His friend Zoe approaches. She is wearing a rose on her blouse. Zoe gives Desmond yummy raisin buns that she made specially for him. Und noch eine kleine Notiz. Blouse, die Bluse, ist Blouse mit dem stimmlosen S im Amerikanischen und Blouse mit dem stimmhaften S im britischen Englisch. Das ist echt tricky, ne? Okay, das ist doch ein toller Satz, den ihr üben könnt. Vielleicht könnt ihr ihn euch abschreiben, könnt ein paar Mal mithören und dann mitsprechen. Ja, das war's für heute. Morgen geht's weiter mit irgendeinem anderen spannenden Thema. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss!